Ja, herzlich willkommen in der Charlie November. Heute bin nur ich hier, wie man unschwer erkennen kann. Ich bin ein paar Tage nicht geflogen und mache jetzt einfach mal 3-4 Platzrunden. Habe jetzt ein bisschen ausführlicher mich nochmal mit ein paar Zahlen auseinandergesetzt und werde mich jetzt hier mal um den Stab kümmern und dann quatschen wir ein bisschen, wenn wir in der Luft sind. Frei! Aachen Info, Delta Echo Hotel, Charlie November, hallo. Charlie November, Aachen, hallo. Die Charlie November, die Papa 28 Alpha vom Westflughangar, eine Person für 3-4 Platzrunden mit Startinformationen. Piste 25, QNH 1016. Bremse geht's. Dann rollen wir mal zur Piste. Genau. Die Delta Charlie November rollt auf die 25 und startet. Okay, Airspeed kommt. 50. 60. 50. Ja, der Wind schiebt, aber auch nach oben. Hey, Sicherheitshöhe erreicht, Kraftstoffverbrauch geht aus. Drehen links ein. Mit VY weitersteigen. Nach dem Start, Landeklappen sind eingefahren, Gashebel ist Vollgas, Gemisch ist reich, Vergaservorbelung ist aus, elektrischer Kraftstoffpumpe ist auch aus. Ja, ist schon schön. Macht schon Spaß. Einfach wieder in der Luft zu sein. Ja, und ich habe die 1000 Abonnenten geknackt, übrigens. Können wir da mal drüber reden? Man glaubt es kaum, aber ich freue mich riesig. Und ich freue mich auch auf das, was jetzt noch kommt. Und dann nehme ich euch alle mit. Delta Charlie November tritt ein in den Querenflug Piste 25. Delta Charlie November tritt ein in den Endanflug Piste 25. Geschwindigkeit kommt. Wir sind wieder in der Luft. Okay. Das war ein Struggle. Aber hey. Ja, ich will ein bisschen mal was über Sachen reden einfach mal. Also erstmal, ich bin wieder in der Luft, wie man sehen kann. Freue ich mich riesig drüber. Es war jetzt eine Zeit lang nicht möglich für mich einfach. Zeitlich. Ich war zum Beispiel auf der Aero. Hatte aber auch einiges mit der Uni und mit Projekts und allem möglichen am Hut. Ja, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was an Inhalt dazu. Kraftstoffpumpe geht aus, die Landeklappen sind eingefahren, Vollgas, Geschreich, Pump off und Vergaservorbelung raus. Und ja,
Jetzt ist hier schönes Wetter und diese Woche fliege ich tatsächlich auch noch zweimal. Was sehr schön ist, weil ja, ich einen Teil meiner Familie mal wieder sehe, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Und einfach ganz nette Routen mal wieder ein bisschen fliege. Das Wetter genieße und da freue ich mich schon sehr drauf. Nehme ich euch natürlich auch dann ein bisschen mit. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Zur Aero bin ich leider nicht geflogen. Zur Aero bin ich mit dem Zug gefahren. Man glaubt es kaum. Aber ja, bis jetzt denke ich, eine ganz vernünftige Entscheidung gewesen. Ja, war auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis. Also, hab mich sehr gefreut. War meine erste richtige Luftfahrtmesse. Also, ganz viele Aviation-Geeks und coole Projekte gesehen. Und, ja, das war auf jeden Fall eine coole Sache. Hat mir sehr viel Spaß gemacht damals. Ja, jetzt ist hier natürlich wieder die GoPro voll am Überhitzen. Da muss ich mir echt noch was überlegen. Ja, ich freue mich einfach. Macht Spaß. Bisschen anstrengend, gerade wieder so ein bisschen wieder reinzukommen, aber es macht Spaß. Ganz ehrlich. Quer zur Schwelle. Voll zur Tank. Wechseln. Power-Mensch. Reduzieren. Und wir machen die erste Klappe. Delta Charlie November dreht einen Queranflug bis 2.5. So, ziehen wir die zweite Klappe. Deckt. Ja, können wir eigentlich, wenn das jetzt ein guter Anflug, eine gute Landung, dann war es das für heute eigentlich schon. Mehr wollte ich eigentlich nicht. Delta Charlie November, Endanflug 2.5, Nummer 1 in Sicht. Ja, wunderbar. 24. Dann räumen wir mal auf. Schabuppe geht aus, Vergaser vor, geht aus, Klappen gehen rein, Transponder geht auf, off. Und die Klappe geht auf. Eine Sauna, geil. Oh. Geil. Ja, da möchte ich auch gerne mal mitfliegen. Dem Rob und der mit der extra geil. Ja, ein bisschen schiebend aufgesetzt. Fand ich heute aber auch echt nicht leicht, das Ganze. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Am Donnerstag, also in 2 Tagen, fliege ich dann nochmal mit der Katana. Und am Sonntag dann. Bisschen auch auf Strecke, tatsächlich, 100 nautische Meilen, geht's Richtung Norden. Wie gesagt, zu Verwandten, zur Family, ein bisschen. Es wird bestimmt sehr nett. Okay, da stehen wir. Dann, nach der Landung, elektrische Kraftstoffpumpe ist aus, die Vorwärmung ist aus. Der Transponder ist auf. Landeklappen sind eingefahren. Funk- und Navgerät.